Falsches Spiel. So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, Trademark. Bam! Im letzten paar... ich kann mich gar nicht an alles erinnern. Ich glaube, da haben wir die Clowns besiegt und sind jetzt dem lustigen Typen hinterhergegangen. Und wir sind vor einem lustigen Minispiel stehen geblieben mit den drei Sniffles. Diesen lustigen Barbaren, dessen Namen ich vergessen habe, und Peach und... Dumm. Aber ich bin nicht alleine, das habt ihr schon gehört, weil da uns ein Hund gebellt hat. Sag mal hallo, Wuff. Hallo. Ja, der liebe Pyro. Oh, oder? Ja, natürlich. Ja, Pyro, das ist mein Schnuckelchen, nicht. Bleh. Warum sagst du was? Nein. Der liebe Pyro, der hat ein bisschen Langeweile und er ist ein großer Fan von mir und er wollte mal mitwirken, weil er mich auch erwähnt werden. Stimmt's? Ja, natürlich. Ja, seht ihr diese Euphorie für mich? Ich bekomme schon Tränen. Und Magengeschwüre. So, ich möchte das lustige Spiel machen. Übrigens, Kumpel, das Spiel ist für mich blind. Er kennt das Spiel, aber er wird mich nicht spoilern, weil er ist ein lieber Junge. Er ist ein ganz kleiner, braver Stüppi. Und ich habe keinen Plan. Und ich habe auch gerade die Steuerung ein bisschen verplant. Ich glaube, das Springen, das ist Aktion. This is the Booster's Hill Track. Das Spiel ist übrigens bei mir auf Englisch, weil Englisch rules. Need some advice. Yo. You can only move left or right and jump. You can go forward or backward. Ah. Touch the snivets or any of the barrels and you will fall back. Alle klar. Jump on the barrels on the snivets to sprint forward. Oh, das wird ja ein Timing-Sache. Reach out and touch toads to and you will win flowers. Ah, da muss ich kurz eine Frage. Ja. Diese lustigen Pilzen und Blumen, die man in diesen ganzen Truhen findet, wofür sind die? Damit kannst du dich heilen. Ach, sind wirklich Heilungssachen? Ja. Okay, weil ich war mal verwirrt, weil die hat man so oft gefunden und in manchen Räumen. Das wird doch im Tutorial erklärt. Ja, ich hab das voll verplant. Weil ich bin zum Beispiel in unseren Secret-Raum gekommen, da waren irgendwie dann zwei Pilze und eine Blume und da dachte ich, hä, warum zwei Pilze? Sind die jetzt für Wertverbesserung? Also, Entschuldigung, war total verplant. Ich hatte auch zwischendurch Pausen im Spiel. Egal. Ready, get set, go. Lass mal anfangen. Oh shit. Oh, die Musik ist ja irgendwie catchy. Puh. Übrigens läuft hier gerade das Ganze über das geile Bild übertragen und anscheinend jetzt. Ah, fucken. Ficken. Jo. Funktioniert es bei uns flüssig? Bam. Nein. Ja. Wow. Nimm das. Nein. Fuck. Nein. Wham. Okay, Snippets auch zu. Aua. Ausweichen ist noch einfacher. Wham. Hehehehe. und sein Fischdorf, was ich echt geil finde, weil er ist so der Erste, bei dem es eigentlich ist. Das ist echt cool. Wham. Ey! Wham. Ey, du sagst Schnödel! Du Schnödel! Oh, shit. Nein! Na! Yes! Das! Friss mal, warum wir überhaupt hier und so. Ich find's auch schön, wie lang der Weg ist, ne? Ja, ist ein Berg! Yes, sir. Ey, das macht irgendwie voll Spaß. Nein! Hey! Hilfe! Oh, scheiße! Nein! Ja. Das, du Sau! Ja, das kommt doch noch! Nein! Ich bin vernichtet! Bam! Nimm das! Arsch! Ey! Man, lecken Sie mich doch. Oh, Quatsch, was muss ich tun? Wham. Oh, mich juckt gerade am Ohr. Echt unpassend. Wham. Tram. Oh, egal, unpassender Zeitpunkt. Gerade. Ich habe gerade eine Frage. Endet das auch? Okay, ich scheint zu enden. Score 3 Flowers. Oh, congratulations. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Okay. Ich habe die Nachricht bekommen, dass ich duschen soll. Alles klar. Was willst du mir für eine Wertung geben? Was müssen wir für eine Wertung geben für das Rennen? Ja, eine 2. Hat manchmal nicht richtig gesprungen, aber okay. Dafür war der Spaßfaktor da. Welcome to Mary Moore. Was noch mehr heiraten? We have a lovely wedding hall in 4-Star Hotel. Oh, 4-Sterne-Hotels.
While you're seeking a man with the face of a totem pole, hold call to forget him. Blablabla. Okay, lass mal hier checken und so. Ich habe eine kurze Frage. Okay. Gibt es nur eine gewisse Anzahl an Frogcoins in dem Spiel? Ja. Shit. Muss man alle haben, die es gibt für irgendein spezielles Item? Ich glaube nicht. Wofür sind die dann? Also, die sind wahrscheinlich zum Eintauschen für was. Deswegen, Base 1. Ich glaube nicht. Super. Ja, super. Man sieht nie, ob die stärker sind als die derzeitigen Sachen. Lucky Shirt, Epic Cape, Lucky Cape. Oh, beat up, you win her heart with this. Ah. Aber man sieht nicht, ob sie Werte verbessert. Das ist voll scheiße. Sie muss man immer alles kaufen. Alteinkäufe, ne? Jo. Boah, meine Coins gehen den Bach runter. Alles klar. Jo, dann lass uns mal gucken. Ausrüstung. Masher. Superhammer. Er ist schlechter. Er ist. Tomchair. Mal sehen. Auch schlechter. Punch Glove. Okay, nee, das Ding ist ja sowieso kacke. Handgun ist besser. Was warum kommt? The Old Double Whammy. Was? Für niemanden, oder was? Okay. Warum nicht? Happy T-Shirt. Oh, dafür sinkt der Angriff. Aber der Rest steigt, von daher nehme ich mal den Scheiß. Happy Pants kann ich jetzt gar nicht ausrüsten. Nee, doch, warte. Nee. Yo! Kannst du eventuell. Nee, das kann nicht sein. Doch! Dumm. Nein, nicht Workpants. Happy Pants. Happy Wheels. Oder so ähnlich. Happy Cape. Oh, was haben die alle mit Happy? Ich krieg's kotzen. Happy Shell. Sehen zwar, als den Angriff erhöht auch die Werte. Yo. B-Tube. Was? Oh, und Quatsch, wollen Sie mich. Wollen Sie mich verarschen? Kann niemand. Yo. Ich würde sagen, fertig. Ne, den Rest gehen wir versteuern. Die alten Ausrüstungssachen brauche ich ja wirklich nicht. Nicht, dass dann irgendwie Sachen nicht upgraden kann oder so ein Scheiß, ne? Ne. Yo. Also dann tschüss. Ich glaube, ich werde nicht mehr. So. Sell Items. Oh, von Items hat man voll wenig Platz. Voll schrecklich. Weil ich habe leider schon eine spezielle Frogcoin vergessen, die man nur einmal im Spiel kriegen kann. Hello, I may help you. Oh, yo. Ich würde gerne resten, wenn es geht. Ein wenig resten. Weil resten ist toll. Aber weißt du, dass man die Mushrooms im Kampf benutzen kann, ne? Die Pilze zum Heilen? Ja. Ja. Gut. The fuck? Sag mal. Was los? Hältst du mich jetzt gar nicht für so schlecht? Nee. Sag mir bitte nicht, dass du schon. Was zur Hölle? Hat das jetzt irgendeinen Einfluss? Nee. Ich mach mal die Suit. Was zur Hölle? Das ist der Gift Repose. Ah. Ich krieg ein. Ha! Ein Flower Tap! Hat sich das gelohnt? Ja, ich glaube. Ja, Flower Tap, ja, hin, die maximal. Ja. Ja. Danke, ich merke schon, ja, wie du meine Let's Plays guckst, weil du es eben nicht weißt. Du. Doch. Sie müssen es mir erklären, meine Let's Plays hast du gesehen, dass du schon weißt. Du Arsch. Please make yourself at home. Please feel free to use this Terry Cloth bathroom after bathing. Ring a bell for room service and please be sure to turn the light off when going to bed. Anything else, sir? No. Nein! Too small for you. Cool. Gibt's hier irgendwas? Kommt schon, irgendein Secret. Kommt schon, irgendein Secret. Irgendein Secret, Mann. Irgendein Secret. Hm? Was? Ah! Ich liebe diese Gimmicks in dem Spiel.
Es ist so geil. Ja. Was? Rot. Was? Warum bin ich rot? Warum bin ich rot? Zu heiß geduscht. Looks like he wants a tip. Will you give him one? Sure. Yeah, very much, sir. Please enjoy your stay here. Oh, dieses Arsch. Warum bin... hab ich Tomaten gefressen, oder was? Alles klar. Ach, das Spiel ist einfach so... Ah! Lustig! Ach ja, das hab ich damals als Kind nie machen können, weil meine Betten irgendwie nicht so stabil genug waren. Sind bitte zwei Betten. Weiß nicht. Für Frau und Mann. The Suit. Und... Gute Nacht! Ich liebe diese Musiken. Wham! Komm, noch ein Bad nehmen. Ich liebe dieses... Na, Pyros machst du auch jedes Mal unter der Dusche, ne? Ja, natürlich. Ich gleich auch, wenn ich duschen gehe. Du gehst nicht duschen, wir nehmen mindestens zwei Folgen auf. Hello, how may I help you? Okay, das ist jetzt schon ein bisschen interessant. Ich muss ja morgen sowieso getroffen, also... Ich schon schreibe morgen eigentlich Mathe und sollte dafür ein bisschen mehr lernen. Ah, ich bin zu faul. Ich hab nicht wirklich Schule. Wie nicht wirklich Schule? Das Fußballturnier hat mir nicht. Ah. Ah, noch was? Mitmachen. Ach ja, why not? Dann würde ich mal sagen, saven wie man ohne. Saven. So was ähnliches wie speichern, nur besser. Ich weiß, das war gerade unsinnig. So, ein Glücksave. Fuck, ich glaube, wir haben... Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein. Leute, ich muss was nachgucken.